Moin, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier bei Todde Monty mit mir, mit Todde und um den Spaß zu komplettieren, in den nächsten Folgen dann auch mit Monty. Der Plan ist, ich ziehe jetzt 6 Packs Premium Bronze und werde mal schauen, dass ich mir daraus irgendwie ein Team bastel. Im Nachhinein wird es so sein, dass wir dann in Spielen gegeneinander Münzen sammeln können. Das heißt, für Tore, für Siege und ähnliches gibt es dann Münzen gut geschrieben, für die wir uns dann neue Spieler holen können. Ja, also der Start wird also mit Bronzesets sein und ja, mal sehen, was dabei rausspringt. Also der Plan ist für mich, würde gerne ein Team letztendlich aus deutschen Spielern basteln, die natürlich jetzt nicht dabei sind. Wäre auch schön zu schön gewesen. Was haben wir denn da? Ja, zwei Torhüter ist natürlich auch super. Das soll in die aktive Mannschaft. Jo. Und der nächste. Kann ich das nicht? Das kann ich doch. Kann ich mit so also nicht machen. Alles klar. Dann muss das ein bisschen langsamer vorangehen. In die aktive Mannschaft. Sehr gerne. Svila. Ich kenne dich zwar nicht. Nimm die aber mit. Also ich habe schon mal zu Beginn zwei Torhüter. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Aber naja, was soll's. Und den Rest alles an mein Verein. Kommen wir also zum zweiten Bronzeset und hoffen, dass da irgendwas Schönes bei rausspringt. Was ganz Schönes wird es natürlich nicht werden bei Bronzepacks. Martinez, 64er Stürmer aus Paraguay und zwei Japaner, Fujimoto und Ota. Ja, und beides heißt rechte Mittelfeldspieler. Warum kriege ich nicht einfach. Es wäre doch einfacher, wenn man verschiedene Positionen bekommen würde. Jetzt habe ich zweimal rechts Mittelfeld. Einmal Innenverteidiger, zweimal Torwart und einmal Stürmer. Und in den ersten zwei Packs noch kein deutscher Spieler dabei. Naja, was nicht ist, kann er noch werden. Irgendwas Tolles, Schönes dabei. Nö. Also kommen wir zu Nummer 3. Japaner. Dritte. Sugai. Ich wollte eigentlich noch ein Japaner. Und zwar recht. Das ist aber nicht zu glauben. Also, ich sehe jetzt schon große Probleme auf mich zukommen. Zumindest in den ersten Spielen. Bis ich mir dann irgendwie die ersten Münzen ergattert habe. Gar nicht mal so schön. Denn jetzt bin ich nach 3 Packs schon bei 3 rechten Mittelfeldspielern und 2 rechten Verteidigern. Oh. Was haben wir hier noch Schönes? Irgendwas Tolles. Duplikat. Probieren wir es aber mal auf dem Transfermarkt. Wenn es nicht klappt, dann wird's verkauft. Will ich nicht haben. Und den Rest an den Verein. So, Nummer 4. Jetzt vielleicht in den Positionen ein bisschen mehr Vielfalt.
DM aus Saudi-Arabien nicht unbedingt das. Sie haben heute vier Spieler und alles zentrale Mittelfeld. Aber wenigstens ein ZDM, ein ZM und ZOM. Kann man dann vielleicht in der Strategie am Anfang ein bisschen was draus machen? Muss hier erstmal jetzt hier in die aktive Mannschaft. Sehr gerne. Und der nächste in die aktive Mannschaft. La la la, so. Die nicht auch direkt in die Aufstellung reinsetzen? Wäre das nicht schön? Ist das irgendwie möglich? Ach so, jetzt einfach noch weiter drücken. Das ist gut zu wissen, damit ich die auch alle unterbringen kann. Ich muss ja noch zwei Packs ziehen, also kriege ich ja noch mindestens sechs Spieler dazu. Einfach mal dahin. Umbasteln können wir danach immer noch. Alles an Verein. Dann ziehen wir noch zwei. ZDM Rosinski. Noch ein rechter Mittelfeldspieler. Linker Verteidiger, noch ein Stürmer. Also klar, am Anfang wird es einfach zum absoluten Chaos. Das ist. Bleibt bei diesem Modus nicht aus. Aber dann müssen halt in den ersten Spielerfolge her, damit ich auch ein bisschen was Neues kaufen kann. Kann natürlich nicht da einfach rübergehen nach links. So. Und jetzt noch Roberts. Ihren habe ich auch schon. Nö, einen bisher. Okay, jetzt zwei. Naja. Was soll's? Den Rest weg. Und das letzte Premium-Bronze-Set bringt mir ein Stürmer. Vargas. Und noch ein rechter Mittelfeldspieler. Also wenn ich was genug habe, dann sind es rechter Mittelfeldspieler und noch ein Innenverteidiger. Dann können wir uns gleich mal den einen Überblick verschaffen, was das Team jetzt so zu bieten hat oder eben nicht zu bieten hat. Den da auch noch rein. Und Bühler. Auch du darfst Teil meiner Mannschaft sein. So. Das hätten wir schon mal fürs Erste. Und dann wollen wir uns doch mal angucken. Was daraus so Schönes wird. Also, ein Torwart, da habe ich ja Auswahl. Zwila, 63er. Schon mal da rein. Also, erstmal gucken, was ich überhaupt vorhanden habe an Spielern, was ich so zu bieten habe. Vargas habe ich irgendwie was ganz Gutes gezogen, ne, mit einem 20er Stürmer. Da habe ich mal ein bisschen Glück gehabt. So, rechter Verteidiger. Habe ich davon noch mehr? Eins, zwei. Jo, rechter Verteidiger. So, hier fehlt noch der zweite ZIV. Der Kim Tae-yeon. Dann. Aber wenn
wir. Mal gucken, ob ich überhaupt diese Formation spiele. Ob ich nicht eigentlich. Eigentlich habe ich doch noch ein ZM und ZDM. Gerade eigentlich auf dem 4-5-1 wechseln. So, ZM und ZDM. Ja, ich komme gleich zur Party, keine Sorge. Da könnte ich zwei ZM und ein ZDM einsetzen und ein ZOM ist gar nicht so verkehrt, ne? Aber brauche ich drei Innenverteidiger für. Gibt's doch nicht noch mehr Auswahl für 4-5-1? Das sieht nicht so aus, ne? Was sind dann wieder diese komischen 4-1-2-5-6-7-1? Ganz komisch. Also früher hieß das alles nur 4-5-1 und dann war das Thema durch. Nee. 4-1-4-1, nee. 4-1-2-1-2. ZM, ZDM, ZOM. Das ist doch mal ganz annehmbar. Den rechten Mittelfeldspieler immer nach rechts ist noch wieder einen besseren. Anscheinend gerade nicht. Was von der Stärke her nicht. Dann ZDM. Mrosinski. Habe ich einen linken Mittelfeldspieler? Natürlich nicht. Ich brauche noch einen zweiten Stürmer. Ich habe davon einen. Martinez. So schön. Sind es eigentlich alle? Nee. Wer hat da noch? ZOM, ZOM, ZOM. Prokop ist nicht der stärkste, aber er ist ein ZOM. Ja, und so für links habe ich jetzt gerade so gar nichts, ne? Al-Sharif oder hier den Ota zum Beispiel. Fühlt sich da nicht besonders wohl, aber was soll ich sonst machen? Keine Alternative vorhanden. Und dann setze ich zum Beispiel noch Oberts hier rein. Und ja, rechte Mittelfeldspiel habe ich ja reichlich. Ich den noch und dann Fujimoto noch für den. So, und dann, ja, Wertung 63, Chemie 40, das ist dann so der Anfang, womit es dann losgehen wird. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.